Hi Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Falsche Rutsche. Mal gucken, ob ich schaffe, nicht die falsche Rutsche zu wählen, nicht zu ufen. Ich finde, das klingt ein bisschen spooky, denn ich liebe eigentlich Rutschen. Da es das letzte Mal schon so gut bei euch ankam, dachte ich mir, ich werde wieder 3 von euch adden und auf meine Freundesliste packen. Also, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann lasst gerne einen netten Kommentar in den Kommentaren da mit eurem Roblox-Namen. Vielleicht seid ihr dann das nächste Mal dabei. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben, damit ich mehr solche Spiele mit euch spielen soll. Und wenn ihr neu hier seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. So Leute, dann wollen wir mal wähle nicht die falsche Rutsche spielen. Das sieht jetzt schon so gruselig aus. Aber warum steht hier wähle eine Folie? Klingt eher so, als hätte der Lehrer einen irgendwie gesagt, hier, wähle nicht die falsche Folie. Oh mein Gott, wir sind in den Backrooms. Was macht er denn hier? Warum hast du einen Anzug und ich keinen? Und warum hast du hier eine Kamera? Deine erste Wahl gleich deine Stimme. Die richtige Rutsche wird bestimmt durch Spielerstimmen. Die Mehrheit zählt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eher danach gehen, was die Mehrheit wählen würde, statt nach dem gehen, was du wählen würdest. Obwohl deine Stimme ja auch zählt. Also, keine Ahnung. Pfannkuchen oder Waffeln? Auf jeden Fall sehr interessante Frage und die feiere ich total. Ich bin eher mehr Team Pfannkuchen, weil ich esse öfters Pfannkuchen als Waffeln. Also nehme ich mal das. Yippie! Yeah! Es stimmt! 2,7 Millionen haben für Pfannkuchen gestimmt. Okay, hier ist ein Pfeil. Müssen wir hier lang? Hier gibt es nichts. Wow, sehr sympathisch. Toll. Okay, dann springen wir mal hier rüber. Okay, es ging gut. Was wäre besser? Atmen unter Wasser oder durch die Luft fliegen? Boah, das ist so schwer. Ich feiere beides. Weil durch die Luft fliegen, ne? Das geht schneller. Da kommst du von Land zu Land. Und unter Wasser ist halt auch nice. Ich würde super gerne wissen, was alles unter Wasser ist. Aber ich nehme durch die Luft fliegen. Weil da kommst du halt einfach schneller mit zu anderen Ländern. Ja, die Mehrheit hat dafür gestimmt. Oh nein, der ist geuft. Oh, das war knapp. Das war knapp. Was wärst du lieber? Der Schlauste oder der Reichste? Also wenn du der schlauste Mensch der Welt wärst, könntest du auch ganz schnell der Reichste werden. Weil, ich meine, du bist super schlau. Und du bist auch reich allein schon deswegen, weil du so viel weißt. Also wenn du wirklich der Allerschlauste der Welt bist, dann weißt du auch, wie du gut Geld machst. Also nimm mir der Schlauste. Hoffentlich, ja, haben alle dafür gestimmt. Ja. Okay, wir müssen ja aufpassen. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich lang. Creepy. Okay, was wäre besser? Teleportieren oder eine Zeitmaschine? Ah, teleportieren wäre schon nice. Ich nehme teleportieren. Keine Ahnung, ob die Mehrheit auch dafür gestimmt hat. Yes! Komm ich da hoch? Okay. Warum stand die Eide da? Bist du AFK? Wenn man Becher in einem Schrank aufbewahrt, wie ist das richtig? Nach unten, nach oben? Boah, ich habe beides schon gemacht. Also eine Zeit lang habe ich immer die nach unten getan, aber für mich ist nach oben irgendwie richtig. Obwohl das halt blöder eigentlich ist, weil der Staub reingehen könnte. Aber ich stapel die gerne so, deswegen nehme ich nach oben. Ich glaube, die Mehrheit nimmt nach unten. Nein! Nach oben! Oh mein Gott! Warum ist hier ein Sofa? Nein! Alter, wie bin ich geuft? So falle ich in Wirklichkeit auch um. Im echten Leben. Hier ist einfach mal ein Sofa. Warum ist das so riesig? Guckt mal an, wie groß es ist. Bessere Form der Kommunikation. Anrufe oder Nachrichten. Was seid ihr mehr? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Seid ihr eher der Mensch, der Nachrichten verschickt oder der dauernd am Telefonieren ist? Also ich bin eher derjenige, der mehr schreibt und... Ja, das geht halt auf die Schnelle und da muss man auch nicht so lange telefonieren und so. Und da muss man auch nicht warten, bis jemand erreichbar ist, sondern kannst du ihn einfach schreiben. Aber ich glaube, die meisten Leute nehmen Anruf, weil ich kenne so viele, die telefonieren die ganze Zeit. Und? Es stimmt! Ey, verdammt viele haben für Anruf gestimmt. Okay, müssen wir hier rüberspringen? Ja. Okay, da hinten. Nein! Das ist so ein Minigang. Habt ihr das gesehen? Yes, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott, ich krieg Angst. Wo sind denn wir hier gelandet? Was ist besser? Äpfel oder Orangen? Ich glaube, die meisten nehmen Äpfel, weil Äpfel werden so viel verkauft im Laden. Und Orangen sind eher manchmal ein bisschen sauer und so. Ich nehme Äpfel. Ich bin auch Team Apfel. Ja, es stimmt schon wieder. Oh mein Gott, wir hatten echt Glück gerade. Warum ist hier ein Stuhl? Warum ist der wieder so riesig? Okay. In den Backrooms würde ich mich locker verlaufen, Leute. Hä? Hallo? Wo muss ich lang? Warte, ist hier... No way. Gibt es hier so eine... Ist das so eine durchsichtige Leiter oder so? Wo bin ich gelandet? Wo muss ich lang? Ach so, hier lang. Ich dachte gerade, da gibt es
oder so. Wie doof muss man sein? Hotdog oder Cheeseburger? Ich bin auf jeden Fall mehr Burger-Mensch. Also, ich mag Hotdogs nicht so sehr. Außer die von Ikea. Die sind nice. Okay, müssen wir hier runter? Ich glaube schon, ne? Was war da oben überhaupt? Ach, keine Ahnung. Ja, Hauptsache, ich rutsche doch runter bis zur Tür. Die geht auf für mich. Ich mag die Geräusche nicht, wollte ich sagen. Okay, die Tür war gerade offen. Das ist gruselig. Wegen mir noch. Muss ich klicken? Achso, geht auf. Ich verlaufe mich in den Backrooms. Ich würde in Real Life es einfach nicht da drin überleben. Okay, hier müssen wir lang. Oder nicht? Wo müssen wir lang? Achso, hier unten. Hä, war das voll auch da? Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Wir nehmen das Ei. Und, stimmt es wieder? Es stimmt! Der bessere Superheld, Spider-Man oder Iron Man? Es wird super oft Spider-Man überall verkauft. Ich feiere aber eigentlich mehr Iron Man. Aber wir nehmen Spider-Man. Ich glaube, mehr feiern Spider-Man. Ich sehe dauernd Spider-Man-Klamotten und all sowas. Ja, es stimmt. Aber ich feiere mehr Iron Man, Leute. Was wäre besser? Regen, Skittles oder Marshmallow-Regen? Also ich hätte nichts gegen Marshmallow-Regen. Ich liebe Marshmallow. Außerdem sind die nicht hart. Also ich nehme Marshmallows. Ist bestimmt falsch. Ich wusste es. Leute, wo sind wir jetzt bitte? Oh oh. Wieder in den Backrooms? Wo bin ich? Wo bin ich? Nein! Nein! Ich rufe. Warum sind die Leute nicht für Marshmallow-Regen? Geht's euch noch gut? Warum wollt ihr Skittle-Regen haben? Skittles finde ich gar nicht so lecker. Ich mag lieber Marshmallows. Es sieht halt bunter aus. Ich verstehe es auch irgendwie ein bisschen, ne? Aber es ist ein bisschen hart. Stellt euch mal vor, das fällt so runter. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Oh nein, nicht sowas. Nein! Okay, geschafft. Welchen würdest du lieber leben? Höhle oder Baumhaus? Ich bin für Baumhaus. Wie cool sieht das bitte aus? Das sieht nach so viel mehr Spaß aus als eine Höhle. Baumhaus, ja! Die meisten sind für Baumhaus. Alter Schwede, muss ich hier viel laufen. Der Teppich ist aber auch ein bisschen hässlich, ne? Muss ich schon sagen. Erinnert mich ein bisschen am Flughafenteppich. Okay, wo sind wir jetzt hier? Was würdest du bevorzugen? Umarme eine Schlange oder einen Frosch küssen? Hm, ich weiß nicht. Ein Frosch küssen. Schlange umarmen? Nee, ich weiß nicht. Ja, es stimmt. Die meisten haben dafür gestimmt. Oha, wie cool. Android oder iPhone? Ich weiß nicht, wofür die Mehrheit stimmt. Ich glaube eher für Android, oder? Obwohl, ich bin Team iPhone. Aber ich habe keinen Bock, das hier nochmal zu laufen. Ich habe iPhone. What? Ich dachte, die meisten im Android. Okay, Exit hier. Sind wir schon durch? Ernsthaft jetzt? Ich traue ihm nicht. Was? Wir sind jetzt in den Poolrooms? No way, das macht mir Angst. Ich würde aber am liebsten gerne reingehen, aber ich glaube, ich darf nicht. Bestes Trollgesicht. Ich glaube, ich nehme C, oder? Das ist das Gängige. Und? Es stimmt! Leute, wir sind schon wieder in den Poolrooms. Muss ich jetzt schwimmen? Ich glaube schon, ne? Bestes Art von Eis für Getränk. Würfel, Halbmond oder Nugget? Alter, ich kann auf Wasser laufen? Was zum... Ich nehme Würfel. Würfel ist Standard, Leute. Das ist Basic. Ich stimme schon wieder. Was kommt als nächstes? Ich bin gespannt. Bester Goldfisch. Ich nehme den in der Mitte. Ich weiß nicht, den anderen finde ich... Der sieht ein bisschen abgespaced aus, ne? Deswegen, ich nehme den Standard Goldfisch. Ich glaube, das ist der Standard Goldfisch. Ja. Warum stehen da zwei Stühle? Müssen wir hier durch das Loch? Hallo? Bester Kürbis, Leute. Ich nehme A. A ist der Standardkürbis. Hui! Yeah! Und? Wollt ihr mich veräppeln? Ah, zu Gott, nein! Mich nimmst du nicht mit, Digga! Alter, was ist das? Macht mich nervös. Welchen nehmen die dann? B oder C? Ich nehme B. Bestimmt wieder falsch. Bestimmt... Nein, hä? Warum der? Ich glaube, wir müssen durchschwimmen. Oh, jetzt kann ich endlich mal schwimmen. Wie cool. Bester fiktiver Roboter. R2-D2, Optimus Prime oder Freddy? Wir nehmen Freddy. Mal gucken, ob es stimmt. Ob die meisten dafür gestimmt haben. What? Ich hätte jetzt eher gedacht R2-D2, ne? Oh, wir haben hier sogar eine Regenbogenrutsche. Wie cool. Gruseliges Monster. Vampire, Werwölfe, Zombies. Ich habe Angst vor Zombies. Ich weiß auch nicht. Die machen mir Angst. Und? Die meisten haben tatsächlich Angst vor Zombies, hä? Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ich bin verwirrt. Ah, da hinten. Da hinten müssen wir lang. Jetzt können wir wieder laufen. Ich verstehe nicht so ganz dieses Spiel, aber okay. Mal können wir schwimmen, mal können wir laufen.
Wer würde einen Kampf gewinnen? Krokodil, Gorilla oder Löwe? Ah, das ist schwer. Krokodil ist auch echt gefährlich. Aber ich glaube, ich nehme Löwe. Der König der Löwen. Und? Für was habt ihr gestimmt, bitte? Alter, Squid Game. Nein. Alter, warum bin ich so langsam? Mama! Okay, dann nehme ich Krokodil. Wo habt ihr jetzt für Gorilla gestimmt? Ey, da bin ich sauer. Und? Gorilla. Pennywise! Voll eklig, ich hab Angst bekommen. Ey, wie kann man so oft falsch liegen? Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht Gorilla. Ich hätte gedacht, die Leute nehmen Löwe oder Krokodil. Aber als letztes wirklich jetzt Gorilla. Das ist aber echt relativ knapp eigentlich. Ab zur nächsten Rutsche. Bestes Eis. Vanille, Erdbeere oder Schokolade? Also ich mag gern Vanilleeis. Aber ich glaube, die meisten mögen Schokolade, oder? Ich nehme Schokolade. Mal gucken, ob es stimmt. Ey, stimmt. Ich bin aber Team Vanille, Mann. Müssen wir jetzt oben lang? Ich glaube schon, ne? Weil hier ist eine Treppe. Die steht da bestimmt nicht ohne Grund. Coolster Hai. Megamouth. Großer weißer Hai. Hammerhai. Ich nehme weißer Hai. Egal. Team weißer Hai. Ja. Wo landen wir jetzt hier? Was wird die nächste Rutsche sein? Wie lange geht das überhaupt noch? Stein, Papier oder Schere? Ich glaube, die meisten nehmen Schere. Aber ich weiß gar nicht, was am besten ist. Stein eigentlich, ne? Aber wir nehmen einfach mal Schere. Weil man sagt ja immer Schere, Stein, Papier. Ist immer das Erste, was man sagt. Okay, nein. Es war falsch, Leute. Es war falsch. Oh nein. Nein. Alter, nein. The Rock. Hilfe. Der hat mich einfach mal geruft. Womit? Mit seiner Hantel? Okay, dann nehmen wir Stein. Und? Das stimmt. Schere war sogar als letztes. Wow. Ausgang ist hier. Können wir ihn trauen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Es geht bestimmt noch weiter. Bestimmt müssen wir jetzt zwischen 4 verschiedenen Rutschen wählen. Ja, habe ich doch gesagt. Oh, sieht das hier so creepy an, Alter. Ich höre so was Gruseliges hier. Bester Geschmack. Würzig, sauer, salzig oder süß? Ich glaube süß. Süß haben bestimmt alle genommen. Süß geht immer. Ja, wusste ich doch. Schlimmster Burger. Fingernagelburger. Zahnpastaburger. Haarburger. Was ist das andere? Festlicher Burger. Ew. Schlimmster Burger. Haare oder Fingernägel? Ich nehme Haare, weil das wahrscheinlich die Mehrheit genommen hat, oder? Haare auf dem Burger? Ja. Aber Fingernagel, Alter. Alter, mir ist schlecht. Bestes KI-generiertes YouTube-Thumbnail. Das hier oder das ganz links? Ich nehme A. Sieht irgendwie doch normaler aus. Ja, stimmt. C haben eigentlich auch ganz viele genommen. Okay, mal gucken, wo wir hier lang müssen. Was habe ich überhaupt an? Was ist das für ein Outfit? Das habe ich jetzt erst gecheckt. Beste Chips. Fritos, Cheetos, Tostitos oder Doritos? Ich glaube, die meisten nehmen Cheetos, oder? Oder Doritos. Ich nehme Cheetos erstmal. Was? Das ist falsch? Ah, die meinst. Oh mein Gott, das ist voll laut. Ah! Na toll. Bestimmt stimmt das jetzt, oder? Ey, schon wieder nicht? Was denn dann? No way, das kann auch niemals sein. Wo bin ich denn jetzt? Bei Santa? Wow, ich werde ein Eisblock. Und tschüss. Ey, jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr. Tostitos, bestimmt Fritos. Was? Ernsthaft jetzt, Leute? Was ist los mit euch? Nimm Cheetos. Ab zur nächsten Rutsche. Bestes Pizza-Restaurant. Papa John's, Pizza Hut oder Domino's oder kleiner Caesar? Keine Ahnung, Domino's? Pizza Hut mag ich aber auch sehr gerne. Ey, stimmt. Bestes Schreibwerkzeug, Feder, Marker, Bleistift, Buntstift. Ich nehme Bleistift. Benutzt doch alle, oder? Ja. Und jetzt endlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihn trauen können. Yeah! Wo bin ich denn gelandet? In einem Bällebad? Gibt es hier Backrooms Playground Edition oder was? Wo muss ich überhaupt lang? Keine Ahnung. Ich habe mich verirrt. Was so viel jetzt? Das beste Ei. Rührei, Sandwich, Omelette, hart gekocht. Ich nehme Rührei. Aber bestimmt die meisten nehmen Spiegelei, oder? Komm, wir nehmen Spiegelei. Oh mein Gott, das war richtig. Ich mag aber Rührei. Ich liebe Rührei. Und Omelette. Sehr lecker. Bester Hut. Zylinder, Baseballkappe, Cowboy. Eigentlich mag ich den Hut hier gerne. Der sieht so cool aus, wenn man einen Abschuss gemacht hat. Aber ich glaube, ich nehme Cappy. Keine Ahnung, ob das stimmt. Doch, die meisten haben dafür gestimmt.
Okay, cool. Weiter geht's. Ist halt einfach alltagstauglicher. Bestes Hybridtier? V mit Hund? Katzenhai? Eidechsenhuhn? Was? Krokodilgiraffe? Schildkrötenflamingo? What the heck? Katzenhai? Oh mein Gott, stimmt! Oh mein Gott, das ist so gestört. Okay, weiter geht's. Wann hat das mal ein Ende? Beste Hunderasse. Bobby ist nicht mit dabei. Wir nehmen Husky. Huskies haben schöne blaue Augen. Ey, stimmt! Golden Retriever ist aber auch cute. Aber der Husky sah einfach süßer auf dem Bild gerade aus. Ah, hier müssen wir lang. Bester Keks. Wir hatten einmal Haferflocken-Cookie, Schokoladenchip-Cookie, Linzer, Oreo, Lebkuchen. Wir nehmen Oreo. Ah, Schoko-Cookie könnte auch sehr beliebt sein. Das war falsch. Und ich habe gerade Siren Head gehört. Was? Hier ist Pennywise. Ah, nein, du bekommst dich nicht. Was macht ihr da? Alter, was ist das? Hallo? Bob, ufig wegen Konfetti. Okay, dann aber der Schoko-Chip-Cookie. Auf jeden Fall der Schoko-Cookie. Ja, Oreo war gar nicht so oft gewählt worden. Doch, eigentlich schon, ne? Ist auf Platz 2. Okay, dann wollen wir mal weiter rutschen hier. Hat ja eh kein Ende. Ich trau dem Typen nicht. Ist jetzt wirklich das Ende? Ich glaube nicht, oder? Oh, ich hab's geschafft! Yeah! What? Das war wirklich das Ende. Hier gibt's nur noch ein Pinky Door. Soll ich das als nächstes mit euch spielen? Lasst mich unbedingt einen Daumen nach oben wissen, dann weiß ich Bescheid. Bei 7000 Daumen nach oben werde ich das auch noch mit euch spielen. Und ich finde diesen Spielplatz echt gruselig. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich damit durch bin. Das war super lang, das Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!